Herzlich willkommen zur Cloud Ping Pong Folge 17. Heute zum Thema Azure Lighthouse. Wie können wir Azure Produkte und Azure Services verwalten aus einer IT-Dienstleister-Sicht? Willkommen dazu, mein lieber Freund Tom. Servus. Hallo Patrick. Hallo geschätzte Cloud Ping Pong Freundinnen und Freunde. Azure Lighthouse, Patrick, ich habe keine Ahnung, was du mir damit sagen willst. Light und House, erzähl mir was, um was geht es? Die erste Konfusion kommt ja sicherlich daher, dass es im Hause Microsoft mal wieder zwei Produkte mit dem gleichen Namen, einem etwa ähnlichen Ansatz, aber dann doch irgendwie mit relativ verschiedenen Grundlagen gibt. Da gibt es nämlich Azure Lighthouse, worüber wir heute sprechen wollen, und dann gibt es noch das Microsoft 365 Lighthouse. Beides richtet sich an das Thema Dienstleistungen in den jeweiligen Umfelden und soll das Thema Management, Onboarding, vielleicht auch ein bisschen Anbahnung auch erleichtern, sodass man eben vielleicht nicht aus IT-Dienstleister-Sicht immer irgendwelche administrativen Accounts wechseln muss und irgendwie bei seinen Kunden reinspringt, der Kunde einem vielleicht auch Privilegien geben muss, die man vielleicht nur nicht ganz so bereitwillig hergibt. Also Themen, die Reibung erzeugen, wo wir sie eigentlich am wenigsten brauchen, nämlich beim Thema Kundenfindung, Kundenbindung und Erbringung von Dienstleistungen. Das ist also im Prinzip eigentlich eine Erleichterung, die du ansprichst, aus Sicht vom IT-Dienstleister. Nehmen wir mal nicht Managed Service Provider, MSP, sondern sagen wir dem mal IT-Dienstleister und der Kunde. Also nehmen wir mal an, ich spiele der Kunde, und es soll also diese Zusammenarbeit soll es erleichtern. Aber aus beiden Sichtweisen, ist das, was du eben damit erklärt hast? Ganz genau. Also vielleicht nochmal dieses Thema Begrifflichkeit. MSP findet sich tatsächlich auch in der Microsoft-Dokumentation immer wieder zum Thema Lighthouse. Managed Service Provider ist was, ist im englischsprachigen Raum sehr, sehr geläufig. Im deutschsprachigen Raum, naja, tut man sich ein bisschen schwer damit, ist natürlich auch mit den Akronymen und Abkürzungen immer ein bisschen schwergängig. Aber es geht tatsächlich darum, eine Dienstleistung zu erbringen, möglichst schlüsselfertig zu erbringen, also nicht zu sagen, ich liefere ein bisschen Hardware, ich liefere ein bisschen Software, ich liefere ein bisschen Dienstleistung obendrauf, sondern eine schlüsselfertige Dienstleistung, wie beispielsweise das Management einer Azure-Umgebung. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was du mir eigentlich sagen willst. Das heißt also, ich als Kunde muss mir nicht irgendwie selber meine Azure-Infrastruktur, egal was es dann schlussendlich ist, alleine irgendwie zusammenbauen, sondern ich erhalte eigentlich durch den IT-Dienstleister, sprich durch dich, Unterstützung, indem wir uns gegenseitig die, sagen wir mal so, die Umgebung anbinden können. Ich habe jetzt bewusst Umgebung gesagt, weil es gibt ja weitere Fachbegriffe wie was ist ein Tenant? Ein Tenant ist ein Mieter. Ich bin ein Mieter in Azure. Es gibt die Subscriptions, das ist eine Abrechnungseinheit. All diese Begrifflichkeiten machen doch das Ganze immer schwer. Aber es läuft, glaube ich, so wie ich dich verstanden habe, genau auf diesen Punkt hinaus, oder? Gegenseitige Unterstützung. So ist das. Das heißt, wir reden darüber, dass es ein Dienstleistungsverhältnis, ein Kundenverhältnis gibt und im Optimalfall beide schon irgendwas mal mit Microsoft zu tun hatten. Also wir reden nicht über die grüne Wiese, wo ein Kunde sagt, ich würde gerne in die Cloud gehen, aber ich habe noch gar nichts. Da ist das Konzept, was wir heute vorstellen, sicherlich nicht ganz passend, denn wir reden über Bestandsumgebungen in Azure. Wir reden über Dienstleister, die sich auch schon mit dem Thema Azure auseinandergesetzt haben. Und wie bringen wir diese beiden zusammen, ohne eben ganz viel Reibungsverluste zu erzeugen? Ah, perfekt. Dann lass mich doch mal schnell das Azure-Portal zeigen, damit wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen können, um was es denn eigentlich geht. Ich befinde mich hier im Azure-Portal und ich habe mich mit einem Konto angemeldet. Das Konto sehen wir hier, tom@cloudpingpong.net. Es gibt zu diesem Konto gibt es ein Azure Active Directory, es gibt eine Subscription. Und wenn ich jetzt als IT-Dienstleister oder wenn der Patrick als IT-Dienstleister jetzt einen anderen Kunden verwalten möchte, dann braucht es dazu ein Konto beim Kunde. Das heißt also, er müsste sich jetzt hier im Prinzip abmelden, ich müsste ein Sign-out durchführen und dann brauche ich das Konto vom Kunde. Der muss das erstellen, das Konto mit den notwendigen Berechtigungen, und dann müsste ich mich neu anmelden, damit ich dann die Infrastruktur, also beziehungsweise die Umgebung, die Azure-Umgebung vom anderen Kunde verwalten kann.
Deswegen ist ja auch die häufigst verwendete Funktion im Browser eines IT-Dienstleister-Mitarbeiters die Private Browsing-Funktion. Dass eben genau dieses Abmelden und Anmelden irgendwie entfällt, aber es ist einfach insgesamt sehr, sehr strubbelig. Genau, ganz genau. Und das ist etwas, was aus Sicht des IT-Dienstleisters wirklich nicht schön ist, immer dieses An- und Abmelden und eben mit diesen In-Private-Browser-Sessions zu arbeiten. Und auf der anderen Seite ist es ja auch immer ein Mehraufwand, weil ich muss ja dem Kunde sagen, hey Kunde, erstelle mir ein Konto, damit ich Zugriff auf deine Azure-Infrastruktur habe. Und gehen wir mal davon aus, dass der Patrick ist der IT-Dienstleister, ich bin der Kunde, aber wir sind noch nicht zusammen, wir haben noch keine Zusammenarbeit beschlossen. Will ich jetzt dem Patrick ein Konto erstellen und zuweisen, wo er dann meine Azure-Infrastruktur anschauen kann? Ich weiß es nicht. Würdest du das machen? Würdest du einer wildfremden Person ein Konto zuweisen, damit er deine Infrastruktur, dein Azure-Portal untersuchen kann? Dass du mich als wildfremde Person bezeichnest, tut mir jetzt ein bisschen weh, aber grundsätzlich hast du natürlich recht. In der Anbahnung ist das was einfach auch für Irritationen sorgt. Man fängt an mit irgendwelchen Geheimhaltungserklärungen, mit irgendwelchen Sachen zu unterzeichnen und das zieht alles in die Länge und macht das alles extrem kompliziert. Oder es ist wirklich ein Kunde auf der anderen Seite, der das Ganze sehr, sehr, vielleicht auch sehr, sehr leicht nimmt und man bekommt dann auch Privilegien, die natürlich mit einer entsprechenden Verantwortung auch einhergehen. Und im Zweifel ist das blöd für beide und dementsprechend sicherlich keine gute Lösung, gerade vor dem der erste Auftrag zustande kommt. Genau, da bin ich wirklich absolut bei dir. Vor allem, du hast es angesprochen, die Berechtigungen, die sind halt oftmals ein Problem. Wenn man zu viel Rechte erhält, dann stehen einem plötzlich Möglichkeiten zur Verfügung, die man eigentlich aus Sicht des Kunden gar nicht zur Verfügung hätte stellen wollen. Also das ist wirklich oftmals eine Problematik. Wenn es für dich okay ist, Patrick, dann würde ich gerne einmal schnell zeigen, um was es denn eigentlich geht, wie wir heute im Prinzip arbeiten, wie es morgen sein soll und was eigentlich der Sinn oder der Einsatzzweck ist von Azure Lighthouse. Darf ich da mal kurz schnell etwas zeigen? Hau rein. Sehr gut, ich habe da etwas Kleines vorbereitet und es geht eigentlich um das Szenario, wie es heute ist. Aus Sicht des, eben ich sage jetzt bewusst nicht MSP, sondern aus Sicht des IT-Dienstleisters. Der IT-Dienstleister hat Kunden, wir sehen einige Kunden aufgelistet, nicht immer am gleichen Ort die gleichen Rechte, also vielleicht beim Customer 1, beim Kunde 1 kann irgendetwas in der Subscription gemacht werden, bei Customer 3 vielleicht irgendetwas nur in einer spezifischen Ressourcengruppe, aber der IT-Dienstleister braucht Zugriff und zwar immer pro Kunde ein separates Konto, damit er diese Azure-Infrastruktur, diesen Tenant unterstützen, verwalten, erweitern kann. Separate Zwei-Faktor-Authentifizierung, das ganze Ding. Wirklich, also das ganze Spiel, was es alles dazu braucht, absolut, ist wirklich, das kann sehr aufwendig werden. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und da sehen wir jetzt 4 Kunden. Und was ist, wenn es 20 Kunden sind, dann, ich glaube, man kann sich da sehr schnell die Rechnung machen. Es soll eigentlich in dieser Art und Weise geschehen. Der Dienstleister auf der linken Seite nach wie vor hat seine Aufgabe, die Kunden zu verwalten. Aber so, dass jetzt nicht der Dienstleister jedes Mal eine neue Verbindung aufbauen muss zum Kunde. Nein, der Kunde, ich sage es jetzt mal so, meldet sich beim Dienstleister, weil der Dienstleister stellt ein Paket zur Verfügung. Ein Paket, wo der Kunde annehmen kann. Und in diesem Paket wird beschrieben, wie die Zusammenarbeit dann geschehen soll. Und wenn diese Zusammenarbeit aufgebaut ist, dann kann der Kunde bestimmen, wo soll der IT-Dienstleister arbeiten können. Auf der Subscription oder nur in einer bestimmten Ressourcengruppe. Also zuerst einmal im Prinzip die Partnerschaft eingehen und dann kann der Customer oder der Kunde sagen, wo darf der Dienstleister arbeiten. Und der Dienstleister, der hat dann die Möglichkeit, Ressourcen zu verwalten. Er kann die gängigsten Werkzeuge einsetzen, das Portal, PowerShell, CLI, HTTP-Request.
Was ganz klar zu sagen ist, der Dienstleister hat Zugriff auf die sogenannte Control Plane. Das sehen wir in der Mitte. Das heißt, mit Templates arbeiten, mit Logs, zum Beispiel mit Policies. Was der Dienstleister nicht kann, er hat keinen Zugriff auf die sogenannte Data Plane. Data Plane bedeutet Folgendes. Sie haben einen Storage Account. In diesem Storage Account gibt es Containers, darin enthalten sind, ich sage jetzt Daten und nicht Blob, weil sonst lacht mich der Patrick wieder aus. In diesem Container sind Daten oder Sie haben einen Azure File Share und in diesem File Share gibt es ebenfalls Daten. Der Dienstleister kann auf diese Daten nicht zugreifen. Das ist die Data Plane, also die Verwaltung von den Daten. Auch den Azure Key Vault kann er verwalten, aber er hat keinen Zugriff auf Schlüssel, Zertifikate oder irgendwelche Passwörter. Das sind Data Plane Zugriffe und das steht dem Dienstleister nicht zu. Das Schöne ist, Tom, vielleicht sollten wir darauf noch kurz eingehen und natürlich blenden wir hier oben noch das Video mit den Blobs ein, dass der Dienstleister in dem Kontext ja auch genau mit seinem Angebot die Berechtigungen anfragen kann, auf das Minimalste reduziert, was er braucht, um seine Dienstleistung zu erbringen. Es ist also nicht die Gießkannentaktik. Ich muss also nicht sagen, der kriegt jetzt von mir einen globalen Administrator-Account, sondern ich kann ganz, ganz granular sagen, ich als Dienstleister brauche zum Erbringen dieser einen spezifischen Dienstleistung auch genau diese eine Berechtigung. Der Kunde kann das einsehen, wenn er seine Zuweisung macht, auf welche Ressourcen oder Unterressourcen ich dann zugreifen kann. Und damit ist es tatsächlich reduziert auf das Minimum. Das ist doch eigentlich das, was wir uns auch aus Security-Sicht wünschen. Genau, 100%. Das ist ein sensationeller Hinweis. Das ist wirklich, es ist ein Prinzip, wo man sagen kann, es soll gegenseitig stimmen. Es soll für beide Seiten soll es stimmen. Vor allem auch wichtig für den Kunden, dass er weiß, da werden nicht einfach mit irgendwelchen erhöhten Rechten gearbeitet. Der Kunde kann auch ganz gewiss sein, ein Dienstleister erhält niemals das sogenannte Besitzrecht. Also ich kann mir niemals aus Sicht des Dienstleisters ein Owner-Besitzerrecht auf eine Subscription zuweisen. Das funktioniert nicht. Das Maximum ist Contributor. Also man kann es wirklich, man kann ein tolles Paket zusammenstellen, wo dann für beide Seiten passend ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Vielleicht noch mal ganz kurz auch der Vergleich Azure zu 365 an der Stelle. Wir alle kennen das Microsoft Partner Center. Es gibt auch im Rahmen von CSP, dem Cloud Service Provider Programm, die Möglichkeit aus IT-Dienstleister-Sicht die sogenannten delegierten Administrationsrechte auf Tenants von Kunden zu erhalten. Die ermöglichen auch ein Stück weit diese Multi-Tenant-Verwaltung von Kunden-Tenants. Ich kann dann Lizenzen buchen, ich kann User anlegen, ohne mich in den Kundentenant einloggen zu müssen. Und das ist ein Stück weit vielleicht als Vorstufe auch zu verstehen, was wir jetzt hier haben, nur viel, viel granularer. Denn mit diesen delegierten Administrationsrechten habe ich schon auch nicht mal mehr dieses Thema Trennung, Control, Data Plane. Und das macht das natürlich unglaublich sexy, dass ich hier eben guten Gewissens sagen kann, lieber Kunde, ich kann das verwalten, aber auf deine Daten kann und will ich überhaupt nicht zugreifen. Wir haben immer wieder das Thema Datenschutz. Und das ist natürlich eine wirklich ganz, ganz große weiße Fahne, die ich damit wehen kann und kann dann sagen, ich habe keinen Zugriff und ich will den auch gar nicht. Mhm. Ja, genau. Vor allem die Betonung, du willst das auch gar nicht. Und das gibt ja dem Kunden wieder ein tolles Sicherheitsgefühl, dass er ganz genau weiß, was eigentlich passiert, was da geschieht. Absolut. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wie bringen wir jetzt mich, der Kunde, zum IT-Dienstleister, dich, Patrick? Wie gehen wir da vor? Dazu begeben wir uns auch in das Microsoft Partner Center. Hier gibt es im Bereich des Commercial Marketplace, den habe ich natürlich hier ausgeblendet, nur die Symbole eingeblendet, da wird das nicht so ganz sichtbar. Aber im Commercial Marketplace vom Partner Center gibt es zunächst die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, sich mit ein bisschen Bürokratie rumzuschlagen. Denn wie bei allem, wie bei den Incentive-Programmen von Microsoft, muss ich mich hier relativ aufwendig registrieren. Und
auch unabhängig davon, ob ich schon bei einem Incentive-Programm registriert bin, vielleicht die gleichen Informationen schon mal preisgegeben habe, gibt es einfach hier diese Bürokratiehürde zu nehmen. Es gibt Steuerinformationen zu hinterlegen, es gibt Bankinformationen zu hinterlegen, das Ganze wird validiert. Es ist wirklich viel, viel Papierkrieg. Manche Sachen funktionieren nicht in allen Browsern. Also vielleicht entweder ein bisschen Alkohol bereitstellen oder zumindest gut ausgeschlafen sein. denn es ist wirklich ein Prozess, den wünscht man sich wirklich nur einmal durchlaufen zu müssen. Wenn das denn aber geschafft ist, kann ich tatsächlich dann eben hier im Partner Center im Bereich dieser Marketplace Offerings unterschiedliche Angebote erstellen, mit denen ich dann auch meine Kunden beglücken kann. Das Ganze funktioniert auch da mit einem Verifizierungsverfahren seitens Microsoft. Das heißt, ich habe hier beispielsweise dieses Azure Assessment Basic mal als ein Beispiel angelegt. Dieses Assessment statten wir dann mit einer Beschreibung aus. Da kann man durchaus auch drüber nachdenken, was das Thema Auffindbarkeit angeht. Denn der Marketplace ist ja etwas, was der Kunde tatsächlich zugreifen kann, was er durchsuchen kann, wie einen Marktplatz und dann sich eben auch Dinge für seinen Azure Tenant dort ausgucken kann, ohne dass ich eben vielleicht sage, das ist jetzt ein Kunde, auf den habe ich Lust, dem schicke ich jetzt einen Link. Nein, ich kann auch gefunden werden. Also da reden wir auch über das Thema Neukundenakquise, was ja durchaus für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant sein könnte. Wenn ich das Ganze hinterlegt habe, mit einem Firmenlogo verpasst versehen habe, wenn ich vielleicht noch irgendwie, je nachdem, was es für ein Offering ist, ein Screenshot von dem, was ich dort anbiete, noch hinterlege, das Ganze eben schön ausschmücke, ausgestalte. Wenn das Ganze durch die erste Phase der Prüfung seitens Microsoft automatisiert, wie auch manuell durchgelaufen ist, das kann tatsächlich auch mal 1, 2, 3 Tage dauern, habe ich dann noch die Möglichkeit, dieses Angebot in eine sogenannte Preview-Phase zu versehen, in der es tatsächlich noch nicht gefunden werden kann. Ich kann das Ganze mit einem Testkunden vielleicht einmal durchspielen, ob das Ganze auch von den Zugriffsrechten, wie wir gerade besprochen haben, die ich dort anfrage, ob das alles passt. Und dann kann ich aus dieser Preview-Phase dann tatsächlich mein Angebot im Marketplace veröffentlichen. Das haben wir jetzt hier für dieses Testangebot gar nicht gemacht, aber wir können zumindest zeigen, wie die andere Seite dazu aussieht, nämlich dieses Assessment, was wir jetzt hier mal aufgesetzt haben, einfach als beispielhafte Möglichkeit für mich aus IT-Dienstleister-Sicht, den Azure-Tenant eines Kunden oder Interessenten eigentlich an der Stelle anzugucken, die entsprechenden Berechtigungen dafür zu bekommen und das Ganze auf der Kundenseite dann eben durchzuwinken. Patrick, ich habe noch kurz schnell eine Frage. Du hast jetzt angesprochen, du bist jetzt im Microsoft Partnerportal. Gibt es da eine Voraussetzung noch zum Status? Was muss ich für einen Status haben, wenn ich Microsoft Partner bin, damit ich solche Angebote erstellen kann? Man sollte zumindest Silberpartner sein. Goldpartner hält natürlich doppelt gut, aber Silberpartner wäre hier die Voraussetzung. Sonst wird es mit den Managed Service Angeboten, es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten, dort Angebote zu hinterlegen, aber das Managed Service Angebot, was wir jetzt hier beispielhaft besprechen, erfordert eine Silber-Partnerschaft. Okay, vielen Dank. Ich denke, das ist eine wichtige Information, dass wenn jemand sich für dieses Szenario, für dieses Produkt interessiert, dass er den richtigen Status innehat, bevor er diese ganze Registrierung durchmacht, wo wir ja am eigenen Leib erfahren haben, wie das Ganze abläuft und eben Alkohol oder gut ausgeschlafen. Ich gebe Ihnen das wirklich so mit. Nehmen Sie sich das zu Herzen. Also wir wissen, von was wir sprechen. Gut. Du hast jetzt dieses Angebot erstellt. Es ist ja jetzt in Preview. Das heißt, ich kann es im Marketplace noch nicht finden, aber du hast mir die Möglichkeit gegeben, dass ich das trotzdem dieses Paket, dein Angebot annehmen kann. Genau, also es gibt hier im Prinzip einen Azure-Portal-Link, den kann ich einfach rauskopieren, das ist eine URL ins Azure-Portal, diesen Link kann ich dann entsprechend weitergeben, den habe ich dem Tom schon mal geschickt und die andere Seite sieht dann wie folgt aus. Genau, ich befinde mich wieder im Azure-Portal und bevor ich Ihnen jetzt zeige, wie das Ganze aussieht, wie wir da starten, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Ich habe da noch einige Links vorbereitet und zwar, übrigens diese Links, die werden wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung stellen, als Beschreibung oder im Beschreibungstext. Ich möchte da etwas schnell zeigen. Und zwar, der Patrick hat ein Angebot zusammengestellt. Und wir haben das besprochen. Es geht auch darum, dass wir mit Gruppenarbeit, mit Berechtigungen und eine wichtige Rolle, die der IT-Dienstleister bei all seinen Angeboten hinzufügen sollte, das steht hier beschrieben, Managed Services Registration Assignment Delete Role. Das bedeutet Folgendes. Wenn der Patrick
jetzt ein Angebot in den Azure Marketplace stellt, ein Angebot, welches öffentlich für alle verfügbar ist, dann kann ich oder kann jeder kann dieses Angebot annehmen. Vielleicht möchte das aber der Patrick gar nicht. Vielleicht möchte er genau aus X was für Gründen auch immer diesen Kunden jetzt nicht annehmen. Weil dieses Recht im Angebot enthalten ist, kann er das Ganze ablehnen, beziehungsweise diese Anfrage vom Kunde dann entfernen oder löschen. Das ist ein ganz wichtiges Element. Darum ist es auch hier aufgeschrieben, hier notiert. Ist ja auch wirklich, das ist ja ein gängiger Use Case, auch wirklich dann zu sagen, selbst wenn das Angebot angenommen wurde, man stellt fest, man kommt nicht zusammen, dann ist es doch der kürzeste Weg, wenn der IT-Dienstleister einfach sagen kann, ich entferne mich jetzt quasi, diese Kundenbeziehung entferne ich wieder zwischen den beiden Azure-Instanzen und dann geht man wieder getrennten Wege. Das ist eine saubere Trennung, die im Bereich der Delegated Administration auch manchmal für sehr viel Frustration sorgt, weil man tatsächlich noch jetzt keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Tenants hat, weil sie einem irgendwie nicht richtig entfernt wurden, aber trotzdem noch erscheinen. Also das kann man wirklich nicht oft genug betonen, dass man hier sehr sorgfältig über diese Best Practices nochmal drüber lesen sollte und dann genau dieses völlig unaussprechliche Recht in seine Offerings noch mit einbinden sollte. Genau, weil vielleicht als Zusatz noch, wenn das Recht vergessen geht, dann muss der Kunde diese gestartete Zusammenarbeit, dann muss das der Kunde entfernen. Dann hat aus Sicht der IT-Dienstleister kann es nicht rückgängig machen, wenn dieses Recht nicht vorhanden ist. Dann muss er dem Kunde anrufen oder eben dem Nicht-Kunde anrufen und sagen, hey, wirf mich da wieder raus. Das muss er dann machen. Darum ist dieses Recht eben so wichtig, dass man das integriert in das Angebot. Gehen wir zurück zum Azure-Portal. Man kann da zum Beispiel über Azure Lighthouse suchen. Das ist eine Möglichkeit, wenn ich Azure Lighthouse eingebe, dann komme ich direkt auf diese Übersicht. Dann kann ich aber auch die Service Providers aufrufen. Und wenn ich hier die Service Providers aufrufe, dann kommen wir jetzt eben zu dem Marketplace, was der Patrick so schön angesprochen hat. Hier kann ich die Angebote suchen. Wir sehen, es gibt da sehr viele Angebote. Das Angebot, was der Patrick erstellt hat, das ist ja nicht öffentlich sichtbar. Es ist ja in Preview. Darum finden wir das Angebot hier auch nicht. Und das Angebot ist auch spezifisch für diesen Tenant, also für diese Subscription, also aufgebaut worden. Das heißt, es steht nur diesem Tenant zur Verfügung, das Angebot, das der Patrick erstellt hat. Wie sieht es nun aus, wenn ich jetzt den Anbieter gefunden habe? Dann geht das in etwa so durch. Das heißt, ich gehe da nochmals einen Schritt zurück. Ich muss dann eben aus Sicht des Kunde, ich muss die Subscription angeben, die Region, dann haben wir den Namen, das ist jetzt Top Media Azure Assessment und dann kann ich noch eine Beschreibung hinzufügen. Und dann wähle ich Review and Create aus und bevor ich jetzt auf Create klicke, da sehen wir die Informationen. Wir haben Top Media Assessment Team Reader. Dann der zweite Principle oder Display Name ist Top Media Assessment Team Debrief. Und dann die Basics, die Terms. Wir sehen Product Details. Und ganz wichtig am Schluss, da muss ich diese Checkbox aktivieren. Da wird zum Beispiel beschrieben, dass wenn ich als Kunde das Angebot von Top Media akzeptiere, dann hat Microsoft damit nichts am Hut. Also was will ich Ihnen damit sagen? Wenn jetzt der Dienstleister, in diesem Fall der Patrick, wenn der genügend Rechte hätte, zum Beispiel, wenn er jetzt Contributor wäre und er würde mir jetzt eine VM bereitstellen, die mich pro Monat, sagen wir mal, 7.000 Euro kostet, dann kann ich nicht einfach Microsoft anrufen und sagen, hey, der Dienstleister Top Media hat mir da eine VM bereitgestellt, die mich pro Monat 7.000 Euro kostet, geh mal zu Top Media und korrigier das. Das funktioniert so nicht. Microsoft nimmt sich da ganz klar aus dieser Verantwortung und das steht eigentlich unten hier beschrieben. Steht wahrscheinlich etwas anders beschrieben, aber so im groben Sinne übersetzt. Gut. Nehmen wir das Ganze an, Checkbox aktiviert und dann klicken wir auf Create und jetzt wird diese Bereitstellung, wird nun gestartet, Deployment in Progress und nun übernehmen wir das eigentliche Angebot, was der Patrick, sagen wir, oder der IT-Dienstleister zur Verfügung gestellt hat. Ich sehe zum Beispiel auch schon das Logo, sehr schön von Top Media und nun wähle ich Go to Resource
Und jetzt sehen Sie, unter Service Providers, ich habe jetzt das Angebot angenommen von Top Media. Ja, ich weiß, ich habe es jetzt nicht über den Marketplace gefunden, weil das haben wir erwähnt, es ist noch in Public Preview, aber das Angebot haben wir akzeptiert. Was kann jetzt der IT-Dienstleister, oder sagen wir, ich sage jetzt wieder Patrick, was kann der Patrick jetzt machen? Was kannst du jetzt machen? Noch nichts. Es fehlt noch die Delegations. Wir sehen auch hier No Delegations. Das heißt also, wir haben jetzt erstmal im Prinzip, darf man das heute in dieser Pandemie sagen, wir haben jetzt erstmal die Hände geschüttelt. Darf man das sagen? Ich weiß gar nicht. Wir machen den schönen Fistbump. Okay. Gut. Und jetzt geht's an die Delegations. Und jetzt wähle ich aus Delegate Resource. Wir haben nur einen, vielleicht noch als Hinweis. Ich als Kunde, selbstverständlich, ich kann mit verschiedenen Providers zusammenarbeiten. Ich muss mich nicht nur auf einen konzentrieren. Vielleicht weiß ich, dass Top Media, die Jungs, die sind sackstark, was es bedeutet, Web-Apps bereitzustellen, irgendwelche Python-Skripte zu schreiben oder sonst irgendetwas. Nehmen wir das mal an, und da gibt es die anderen Provider, die sind spezialisiert auf virtuelle Maschinen, Azure Virtual Desktop oder was auch immer. Also Sie können da wirklich mehrere Providers auswählen. Wir nehmen Top Media, wir nehmen das Angebot an, was Top Media zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt sagen wir, wo darf sich Top Media bewegen? Möchten wir das Ganze zuweisen zu einer Subscription oder vielleicht eben doch nur auf eine bestimmte Ressourcengruppe? Das können wir als Kunde, können wir es definieren. Wir bestimmen den eigentlichen Bereich, wo der Zugriff stattfinden soll. Wir haben zwei Ressourcengruppen. Wir können auch die Locations noch auswählen, aber das spielt gar keine Rolle, weil wir haben nur diese zwei Ressourcengruppen in diesem Tenant. Wir wählen diese aus und klicken auf Delegate Resource. Und jetzt wird das Ganze hier aufgelistet. Einmal mehr unten die Checkbox und dann wähle ich Delegate aus und dann von diesem Zeitpunkt an hat der Patrick die Möglichkeit, dann diese Ressourcengruppe mit dem Recht, was er in seinem Angebot zur Verfügung gestellt hat, auch dann zu verwalten oder beziehungsweise vielleicht nur anzuschauen, wie auch immer. Klicke auf Delegate und diese Delegierung wird gestartet. Und ab diesem Zeitpunkt ist das Leben vom IT-Dienstleister, von Patrick, viel einfacher. Er kann jetzt direkt einfach einen Switch machen. Er sieht die Subscription, er muss nicht mehr den Tenant hin und her wechseln. Das wird nun alles viel einfacher ab diesem Moment. Ich weiß nicht, Patrick, gib mir mal schnell ein paar Infos. Die Schritte zu schnell, war das klar? Oder kann man sich das vorstellen? Also ich finde das super, ich bin da völlig hin und weg, was da für Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Es ist einfach diese Annäherung an das, was gebraucht wird von beiden Seiten oder das, was ich zur Verfügung stellen muss aus Kundensicht, glaube ich, ist das, was hier wirklich begeistern kann. Diese Granularität zu sagen, hey, diese Ressourcengruppe, vielleicht lege ich eine leere Ressourcengruppe an, gebe auf diese leere Ressourcengruppe Zugriff und sage, Dienstleister, da kannst du mir jetzt was reinbauen, was Bestandteil deines Angebotes ist. Ich kann ja das auch mit Leben füllen. Oder wenn ich das Assessment jetzt wie in dem Beispiel machen möchte, ja, dann ist es vielleicht das Abo, aber der Dienstleister kriegt nur Lesenzugriff. Also es hält uns ja auch keiner davon ab, diese Delegation tatsächlich auf mehrere Dinge zu tun. Vielleicht schaue ich mir das eine an und befülle die nächste Ressourcengruppe. Alles mit dem gleichen Dienstleister, mit unterschiedlichen Angeboten. Also die Flexibilität hier tatsächlich auch aus Dienstleister sich zu sagen, wir haben das jetzt hier Assessment Basic genannt, vielleicht gibt es noch ein Assessment Premium. Oder es gibt eben ein Angebot, tatsächlich irgendein SaaS-Offering da rein zu basteln. Du hast Web-Applikationen angesprochen. Da könnte man eben aus Dienstleister-Sicht oder sogar aus einer Software-Haus-Sicht sagen, ich paketiere meine Applikation. Wenn wir vielleicht noch mal kurz auf meinen Bildschirm gehen, wir haben ja da sogar die Möglichkeit der Lizenzierung. Also die Thematik dort, die Lizenzierung auch mit einzuspielen. Ja? Also jetzt unser
Unser Angebot war hier mit Bring Your Own License, weil es war ja nur Dienstleistung. Aber theoretisch, Tom, du hast es angesprochen, der Dienstleister hat mir da eine 7.000 Euro im Monat VM reingebeamt. Es gibt ja legitime Use Cases, vielleicht nicht für 7.000 Euro, aber eine Umgebung mit einem Template vielleicht für 700 Euro dort reinzubeamen. Mhm. Wie läuft es da mit der Abrechnung? Auch da haben wir Möglichkeiten, dass dann quasi die konsumierten Ressourcen entsprechend abgerechnet werden, dass wir sogar, wenn wir hier noch mal ein bisschen runterscrollen, sehen wir ja sogar Co-Selling-Möglichkeiten mit Microsoft. Vielleicht habe ich wirklich irgendein super, hyper, mega Perls-Angebot, was Microsoft selber so klasse findet, dass sie mir Co-Selling-Möglichkeiten einräumen. Also, dass wir nicht nur in einem Marketplace gefunden werden können, sondern dass das so ein tolles Angebot ist, was Microsoft aktiv in den Vertrieb aufnimmt. Also, in einer Zeit, wo man auch aus IT-Dienstleister-Sicht natürlich nach jedem Strohhalm greift, um das Thema Kundenbindung, um das Thema Auffindbarkeit für diese schöne neue Cloud-Welt, wo man das wirklich runterbetet und sich nach jedem Strohhalm tatsächlich bückt und umdreht, um die eigene Existenzberechtigung weiter zu gewährleisten, finde ich das eine massiv gute Einrichtung, um weiter dort am Ball zu bleiben und einfach sich auch ein bisschen von der Masse abzuheben, weil man eben sich Gedanken macht über das Thema Paketierung der eigenen Dienstleistung, Bewerbung dieser eigenen Dienstleistung und dann eben auch das von der Hürde her möglichst einfach macht, dass Kunden diese Angebote auch annehmen können, ohne dass man eben irgendwie mutig irgendwelche Zugangsdaten austauscht, am besten auch per Mail. Genau. Und das, was du gesagt hast, da gebe ich dir selbstverständlich zu 100% recht. Und das Letzte, was du eben noch gesagt hast, das ist aus Sicht wieder des Kunden, finde ich das so genial. Eben nicht irgendwelche Berechtigung aus dem Hause geben. Schauen Sie mal. Ich sehe doch ganz genau, was ich jetzt zugewiesen habe. Es ist diese Ressourcengruppe, es ist das Angebot von Top Media und ich sehe, was für Rollen sind da zugewiesen. Die Standard, wir haben selbstverständlich nach Best Practice gearbeitet, darum ist diese Managed Service Registration Assignment Delete Role enthalten. Wir haben auch die Spalte extra breit gemacht, damit man den ganzen Namen lesen kann. Genau. Da haben wir uns echt Mühe gegeben. Ja, genau. Und ich sehe, es gibt ein Reader-Recht. Ich bin glücklich. Ich aus Sicht des Kunden, ich bin glücklich, weil ich sehe ganz genau, wie der Spielraum ist, wie das Bewegungsfeld ist für Top Media. Das Bewegungsfeld ist die Ressourcengruppe und ich sehe die zugewiesenen Rollen. Für mich aus Sicht des Kunden alles transparent. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Wort. Es soll transparent sein für beide Seiten, für den IT-Dienstleister wie auch für den Kunden. Und das ist, ich sage mal, ein riesiger Mehrwert, den wir so erhalten durch diese Zusammenarbeit oder beziehungsweise durch dieses Paket Azure Lighthouse. Und vielleicht noch schnell zum Erwähnen, Azure Lighthouse als solches, das generiert keine Kosten, weil ich jetzt hier mit Azure Lighthouse arbeite, gibt es keine Mehrkosten. Also für beide Seiten nicht. Einfach vielleicht das noch zu erwähnen. Zusammenfassend zu meinem kleinen Rambling von eben, ich denke von den Schritten her aus IT-Dienstleister-Sicht zu sagen, ich stricke meine Angebote, ich paketiere meine Angebote in sinnvolle Offerings in diesem Marktplatz, positioniere mich dementsprechend aus Kundensicht, Kundenanbahnung mit Dienstleistern, Inanspruchnahme von Dienstleistungen etc. Sehr, sehr einfach, wirklich Shop-Erlebnis. Das Ganze, was auch Thema Bezahlung angeht, ist ja tatsächlich auch, wenn ich Subscriptions dort freigebe, auch schon geklärt. Ja, das heißt, wenn ich dort eine bestehende Subscription habe mit einer entsprechenden Bezahlmethode und mir werden dort Ressourcen eingebucht im Rahmen des Angebotes, dann werden die natürlich auch genau darüber abgerechnet und ich habe nicht noch eine Dienstleisterbeziehung oder sonst irgendwas. Alles fein. Dann eben diese Granularität, diese niedrigen Barrieren tatsächlich für das Geschäft hier in der neuen schönen Cloud-Welt. Genau. Und ich möchte da, weil du das so schön jetzt erklärt hast, ich möchte noch etwas schnell zeigen, wenn es noch eben um Transparenz geht. Eben, es ist transparent, wenn es um die Bezahlung geht. Es ist transparent, wenn es um die Berechtigung geht. Es ist auch transparent, wenn es darum geht, was wurde denn gemacht?
wenn ich in diese Ressourcengruppe hinein navigiere und ich in die Activity Logs navigiere und der Dienstleister oder Patrick, hier hat er nur das Read-Recht, er kann Informationen nur lesen, aber wenn er jetzt auch Schreiberechte hat, wenn jetzt irgendetwas in dieser Ressourcengruppe gemacht wird, der Patrick hat ja angesprochen, es könnte ja eine leere Ressourcengruppe sein, die dann betankt wird durch den IT-Dienstleister. Es ist alles sichtbar. Ich sehe dann, wer hat was gemacht. Ich sehe dann, das war jetzt der IT-Dienstleister, der eben diese Plattform as a Service Infrastruktur integriert hat in diese Ressourcengruppe. Ich sehe das aus Sicht des Kunden. Also es ist nicht einfach, dass irgendetwas gemacht wird und der Kunde weiß dann nicht, wer hat was gemacht, sondern das ist völlig transparent. Man sieht das im Activity Log. Und ich finde auch super für den Kunden, er kann sich Unterstützung holen. Wie oft sehen wir das, Patrick? Das bin ich überzeugt, das siehst du auch täglich. Ich sehe das täglich. Es wurden in Azure irgendwelche Infrastrukturen aufgebaut, wo man irgendwann sagen muss, ja, hättet ihr uns früher gefragt, dann hätten wir euch von Anfang an gezeigt, wie man das Fundament richtig aufbaut. Der Kunde kann sich ein Angebot holen von einem bekannten Provider, den er kennt, wo er persönlich weiß, hey, die Jungs haben es drauf, macht das ganze Spiel, wie wir das eben gezeigt haben, und dann sind doch beide super happy. Ich glaube, das ist wirklich so etwas, was ich einfach an dieser Stelle noch mal schnell sagen wollte. Ja, fein. Dann haben wir doch wieder mal ein tolles Werkzeug im Köcher, einen tollen Pfeil im Köcher, um im Bereich der Cloud-Infrastrukturen unseren Kunden aus Dienstleistersicht oder eben tatsächlich das Optimale aus den Cloud-Infrastrukturen rauszuholen aus Kundensicht und das Ganze doch mit angenehm wenigen Reibungsverlusten. Insgesamt denke ich, ist Azure Lighthouse ein sehr, sehr unterrepräsentiertes Tool, weil es natürlich nicht irgendwie bling bling und wirklich reinhaut, aber es ist hinter den Kulissen. Es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig interessantes Werkzeug, um sich tatsächlich auch ein Stück weit zu differenzieren. Was für ein Schlusssatz. Absolut, da bin ich 100% bei dir. Hast du echt toll gesagt. Azure Lighthouse ist etwas, was uns sicherlich in Zukunft noch begleiten wird. Trotzdem wollen wir auch das andere Lighthouse sicherlich irgendwann mal mit auf die Agenda nehmen, denn auch das 365 Lighthouse mit der Security-Brille, Draufsicht über alle Tenants hinweg, über alle Kunden hinweg, zu sagen, da liegt was im Argen, dort liegt was im Argen, ohne sich in die einzelnen Tenants reinschalten zu müssen, macht ja unglaublich eine Lampe dran und damit auch dem Namen Lighthouse alle Ehre. In dem Sinne, danke für deine Einblicke, Tom, und ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank an dich, Patrick. Hat mir Spaß gemacht und du hast es angesprochen, Microsoft 365, Lighthouse. Ich freue mich auf dieses Thema. Bis dann. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis ein anderes Mal. Und bitte dran denken, Kanal abonnieren. Macht's gut.